Lange war die Rallye an der Wall Street getrieben durch die Hoffnung auf sinkende Zinsen. Jetzt hat sich die Wall Street im Grunde schon vom März als ersten Termin für eine Senkung der Zinsen verabschiedet. Selbst der Mai ist schon jetzt nicht mehr sicher, so eine Art 50-50-Geschichte. Und dennoch sehen wir, dass die US-Indizes praktisch täglich neue Allzeithochs erreichen. Woran liegt das? Nun, es ist die KI-Euphorie und diese KI-Euphorie übersetzt sich in die These, naja, guckst du, wenn es KI gibt, dann werden die Unternehmen produktiver, dann brauchen sie weniger Mitarbeiter, können also effizienter arbeiten, ihre Kostenstruktur nach unten fahren. Das wiederum wird dann die Gewinne nach oben bringen und deswegen sind die sehr, sehr hohen Bewertungen auch gerechtfertigt, weil durch KI eben eine immense Effizienzsteigerung erreicht werden kann. Das ist eine unbewiesene These, aber es ist eben die These, die letztendlich viele davon oder dafür entschädigt, dass die Zinsen möglicherweise nicht so schnell sinken. Und heute bekommen wir in diese völlig überhitzte Situation, ich spreche von der Wall Street, vor allem vom Nasdaq, bekommen wir die Inflationsdaten und das wird insofern spannend, als die Wall Street viel von Disinflation spricht, also dem Gegenteil von Inflation. Auf der anderen Seite aber wir bei den US-Arbeitsmarktdaten sehr deutlich steigende Löhne gesehen haben aus den Januar-Daten und wir beim ISM-Dienstleistungsindex mit einem Wert von 64 den größten Anstieg zum Vormonat der Preiskomponente hatten seit mehr als einem Jahrzehnt. Also wie werden die Daten ausfallen? Die Fed hat ja gesagt, ja, anheben werden wir nicht mehr. Aber die Frage ist, wann wird sie senken? Vielleicht wird sie sogar nochmal anheben müssen, wenn eben dieser Trend zur Desinflation doch vorbei ist. Und warum könnte der vorbei sein? Nun, weil sich die Financial Conditions so gelockert haben, nachdem eben die Aktienmärkte hussieren, nachdem Paul damals im Dezember gesprochen hatte von, ja, wir haben über Zinssenkungen debattiert. Seitdem war ja die Hölle los und die Märkte eben in völliger Euphorie. Schauen wir uns die Dinge mal an. Zunächst gestern. Sieht jetzt unauffällig aus. Wir haben den Dow im Plus, S&P leicht im Minus und dann vor allem den Nasdaq im Minus, auch der Nasdaq 100 mit minus 0,44%. Und wir sehen, der VIX ist gestern um über 7% gestiegen. Und wenn wir uns mal die Sektoren anschauen, die am besten gelaufen sind, sehen wir Utilities, also Versorger, defensive Werte, Energy, Materials, Consumer Staples, defensiver Wert, während der schlechteste Sektor Technology war. Und dabei waren wir doch sehr gut gestartet mit Nvidia, neues Allzeithoch. ARM, diesem britischen Tech-Konzern, der mal eben wieder über 30% gestiegen ist, also diese komplette KI-Euphorie. Aber das hat sich dann umgekehrt ein bisschen in eine Flucht in die defensiven Sektoren, wie wir hier sehen, interessanterweise. Und das Ganze vor dem Hintergrund auch von Zero-DTE-Optionen, also dieser ganze Optionsbereich, wieder mal ein maßgeblicher Trigger auch für Kursbewegungen. Gestern der Nasdaq 100 ja über die 18.000er Marke gegangen, aber dann dieser Rückgang, dieser Abverkauf, könnte man sagen. Und hier sehen wir nochmal diese Rotation in Energie, in Finanzwerte, in defensive Werte, Utilities und so weiter. Wir sehen, eine Microsoft ist dann ins Minus deutlicher gedreht. Apple im Minus, Amazon im Minus, Google im Minus. Nvidia hat sich dann gerade noch ins Plus gerettet, Meta noch im Plus und Tesla. Also Tesla hat sich ohnehin schon letztendlich aus dem Magnificent Seven verabschiedet, gestern wieder mit einem deutlichen Fall. Aber jetzt kommen wir mal zu den US-Verbraucherpreisen. Da ist erwartet 0,2% in der Headline und 0,3% zum Vormonat in der Kernrate, also ohne Nahrung und Energie. Und dann 2,9% und 3,7%. Hier unten sehen wir mal eine Grafik. Wir hatten ja jetzt kürzlich, nämlich letzten Freitag, die Revision der Inflationsdaten. Und da wurde unter anderem der Oktober und der November nach oben revidiert, der Dezember allerdings von 0,3 auf 0,2 nach unten revidiert. Dennoch sehen wir, es gab keinen einzigen Monat, in dem die Preise nicht weiter gestiegen wären. Und das ist genau das Problem. Trotz hoher Zinsen steigen die Preise weiter. Diese hohen Zinsen scheinen sich überhaupt nicht zu übersetzen in eine bremsende Wirkung für die Wirtschaft, damit eine bremsende Wirkung auch für die Inflation. Hier sehen wir mal unten den Vorjahresmonat, 3,4%.
Wir haben jetzt im Januar gesehen, die Ölpreise sind gestiegen um roundabout 6%, vor allem wegen Rotes Meer und diesen ganzen Thematiken. Wir haben dann Mannheim Used Vehicle Index, also Gebrauchtwagen, sehr wichtig auch in den USA. Hier wird prognostiziert von einem Analysehaus, dass die Preise hier fallen, aber im letzten Inflationsbericht haben wir gesehen, dass trotz eines fallenden Mannheim Used Vehicle Index eben die Gebrauchtwagenpreise höher ausgefallen waren, praktisch sogar Inflation nach oben getrieben haben mit. Also es ist dann vor allem die Mietkomponente, die schwierig zu kalkulieren ist. TD Securities erwartet hier, dass die Mieten um und bei seitwärts gelaufen sind, also weder Inflation noch hinzufügen noch wegnehmen. Wir werden sehen, diese Berechnungsmethoden sind sehr, sehr schwierig, gerade was diese wichtige Komponente Mieten etc. betrifft. Und das ist die These der Wall Street, nämlich Disinflation und dass praktisch diese Disinflation vom Gütersektor in den Dienstleistungssektor jetzt übergehen wird. Alleine mir fehlt der Glaube, denn wir haben ja gesehen beim ISM-Index Dienstleistung, der, ich glaube letzte Woche war es, gekommen ist, haben wir 64, was die Preiskomponente betrifft. Das war ein massiver Anstieg zum Vormonat gewesen. Da waren wir, glaube ich, bei 57, also 7 Punkte. Das hat es selten gegeben in der Geschichte. Wir sehen also, dass gerade im Dienstleistungssektor offenkundig weiter Inflationsdruck herrscht und möglicherweise auch im Gütersektor dieser Trend zur Disinflation vorbei ist. Schauen wir uns mal das Nowcast-Modell für die Inflation der Cleveland Fed an. Dann sehen wir für den Januar CPI, und wir kriegen ja jetzt die Januarzahlen, 0,13%. Das wäre nur 0,1%, also weniger als diese 0,2%, die als Konsens gewertet ist. Aber Core 0,32, schon fast Richtung 0,4 also. Und dann haben wir die Headline-Zahl 2,94, das wären dann knapp die gerundeten 3% und Core 3,8%, also so ein bisschen unterschiedlich. Hier schauen wir uns nochmal die Voraussagen der verschiedenen Analysehäuser an den USA an, dann sehen wir median wird es eine enge Kiste laut diesen Prognosen zwischen 0,1 und 0,2% in der Headline. Das könnte also knapp werden. Man erwartet dann 2,9% zum Vorjahresmonat und Core 0,28 und 3,8. Also hier, damit Sie das mal auf dem Schirm haben, sehen Sie, was sozusagen die Erwartungen sind. Und das alles vor dem Hintergrund, dass sich die Zinserwartungen deutlich verschoben haben. Wir haben praktisch jetzt für den 20.03., also für die nächste Fed-Sitzung, eine Wahrscheinlichkeit von 84%, dass die Zinsen so bleiben, wie sie sind. Und wir haben dann eine ziemlich knappe Kiste zwischen am 1.05. nur noch 50,8% Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen um 25 Basispunkte senkt und 41, dass sie es nicht tut. Also das ist eine knappe Geschichte, nachdem vor allem gestern wieder auch Fed-Speaker wie Bowman gesagt haben, also wir haben es überhaupt nicht eilig mit den Zinssenkungen und insgesamt vielleicht zur Datenqualität, nicht nur ja, dass gerade diese so wichtigen, weil so schwer gewichteten Daten zum Immobiliensektor, Mieten, Unterkunft, all diese Geschichten teilweise massiv verzögert sind, weil das über eine Telefonumfrage passiert, die dann nach einer Zeit abgeschlossen ist, dann fangen die wieder von vorne an. Das heißt, wir bekommen teilweise Daten aus der Vergangenheit, 6 bis 9 Monate zurück in dieser so wichtigen Komponente. Aber es ist auch so, dass die Antwortrate derjenigen, die überhaupt Bescheid geben, ja, wie schaut es denn aus mit den Preisen, dass die deutlich geringer ist als etwa vor Corona. Hier sind mal die verschiedenen Bereiche aufgeschlüsselt, sodass Bloomberg titelt Raising Questions on Data. Also das stellt Fragen an die Datenqualität. Aber nehmen wir mal an, das ist einigermaßen realistisch. Bösartige Zungen in den USA sagen ja nicht CPI, also Consumer Price Index, sondern CPI. Also die Lüge über die Inflation, warum auch immer, gell, das sind bösartige Zungen. Hier sehen wir jedenfalls, sollte jetzt der Januar in der Headline-Inflation zum Vorjahresmonat nur bei 2,9% liegen, dann würde eine Serie von 33 Monaten in Folge enden, wo wir mindestens bei 3% waren. Die längste Serie gab es zwischen September 72 und Mai 1983. Da waren es 129 Monate ohne ein Reading unter der 3%-Marke bei der Inflation. Das mal zur Historie. Und wenn wir jetzt nochmal zu den Aktienmärkten kommen, meine Damen und Herren, dann sehen wir hier eine
Kommentar bei Finanzmarktwelt. Eine für mich vernachlässigte These, so schreibt ein Kommentator, für den Run der Märkte ist auch die Wiederwahl Trumps. Er wird, auch wenn die Zinsen bereits sinken, Negativzinsen einfordern und bekommen. Naja, das weiß man nicht. Das ist in den USA praktisch kaum denkbar, Negativzinsen. Das gilt als Ende des Kapitalismus. Sowas machen nur die Europäer. Er wird mit seiner Twitter-Politik die Märkte füttern, wie zu besten China-Deal-Zeiten. Das wird den Markt nochmal um 20-30% anheben können. Ja, das denkt Trump auch, dass die Märkte wegen ihm steigen. Allerdings glaube ich nicht, dass das jetzt schon wirklich der maßgebliche Trigger ist für die Märkte, sondern es ist dieses KI-Thema, dieses Effizienzthema, und das trumpft derzeit offenkundig das Zinsthema. Trump ist noch relativ weit weg, klar, das ist November die Wahl, Januar würde er, wenn er denn gewählt würde, dann das Amt übernehmen, aber es ist schon noch ein Jahr weg. Ob das jetzt schon so komplett gespielt wird, wage ich zu bezweifeln. Ich würde vermuten, dass die Dinge dann sehr, sehr unschön laufen, denn wenn Trump das umsetzt, was er gesagt hat, nämlich 60% Tarife, also Schutzzölle gegen chinesische Waren, die haben es geht dabei um 575 Milliarden, das würde dann praktisch zum Erliegen kommen, der Handel mit China, weil 60% Zölle, dann würden selbst die günstigeren chinesischen Waren sich nicht mehr rechnen, in die USA zu exportieren. Das wiederum würde bedeuten, dass die Inflation massiv anzieht oder die Amerikaner einen Mangel an Gütern haben, weil eben sehr viel nach wie vor aus China kommt, auch wenn die Handelsvolumina nach unten gegangen sind. Dann wahrscheinlich auch Zölle gegen europäische Waren etc. Das heißt, wir haben erstens einen starken Anstieg dann der Inflation, da kannst du schlechterdings die Zinsen auf null oder sogar negativ senken. Wenn du es tust, dann hast du bald eine massiv überschießende Inflation. Erster Punkt. Und zweiter Punkt, Donald Trump würde ja auch die Unternehmenssteuern wahrscheinlich noch weiter senken. Das heißt, du hast auf der einen Seite teurer werdende Güter. Du hast wahrscheinlich dann, ähnlich wie bei Biden, die mal eben 550 Milliarden ausgeben im Monat und damit ein Defizit weiter anheizen, das sich gewaschen hat. Das würde unter Trump wahrscheinlich noch krasser werden, weil die Einnahmeseite noch weiter wegbricht und Trump auch in seiner ersten Präsidentschaft gezeigt hat, dass er nicht unbedingt der Sparsamste ist in Sachen Ausgaben. Vielleicht würde er die Gelder für die Ukraine streichen. Das schlägt jetzt Musk vor, weil er auch sagt, Putin kann nicht verlieren in Russland. Diesem Ukraine-Krieg. Deswegen ist er gegen diese Bill, weiter die Ukraine zu unterstützen. However, nochmal zurück zu den Märkten. Hier schwankt das so ein bisschen zwischen, ja, Disinflation und manche, die sagen, da gibt es ein genuines Risiko, dass die Inflation hotter, also heißer reinkommen wird als erwartet. So oder so, wir haben jetzt natürlich durch diesen massiven Anstieg, der vor allem auch wieder durch Optionen getrieben wurde, die Situation, dass die Dealer, also die Verkäufer, diese Option sich abhatchen mussten mit Long-Positionen, weil die alle auf steigende Kurse spekuliert haben, gerade bei Magnificent Seven und in dieser KI-Euphorie. Und das muss irgendwann wieder glattgestellt werden durch die Dealer. Also ihre Hedging-Positionen müssen wieder verkauft werden. Bis Freitag, da ist ja der kleine Verfall, das wird interessant. Und wir haben gestern ja gesehen, der VIX, die Volatilität ist dann nach oben gegangen, kommend von einer positiven Divergenz, die wir hier unten sehen, während der S&P 500 jetzt oben genau an dieser Trendlinie angekommen ist, ein ganz ähnliches Muster zeigt, wie wir das hier schon mal gesehen hatten am Juli-Top. Und der VIX zeigt ein ähnliches Muster, das wir eben gesehen haben im Top auch im Juli. Also das sind Dinge, die jetzt zu beobachten sind, ob das Pendel jetzt umschlägt in diesen überhitzten Märkten, die eben die Magnificent Seven nach oben getrieben haben. Hier sehen wir nochmal die Magnificent Seven gegen alles andere. Dennoch sehen wir das jetzt zum Beispiel ja durch diese Rotation, die auch gestern stattgefunden hat, wo 67% der Aktien erstaunlicherweise positiv waren gestern. Untypisch, normalerweise haben wir das Bild, die wenigen Aktien ziehen die Indizes nach oben, die meisten Aktien sind gefallen, aber gestern Rotation, sodass der Russell 2000, der Nebenwerteindex, jetzt der bestlaufende Index im Februar gewesen ist. However, übergeordnet bleibt ja das große Bild noch bestehen, Magnificent Seven gegen alle anderen, und das Ganze ist im Frühjahr 2022 passiert, dass plötzlich diese Magnificent Seven auseinandergedriftet sind. Damals hat man gesagt, ja, eine Rezession kommt ganz sicher, dann sind doch diese großen Tech-Werte am besten geschützt, dann kaufen wir die und gehen raus aus Nebenwerten, Russell 2000 und so weiter und so fort. Vielleicht kommt dieses Thema nun nochmal auf den Prüfstand, vor dem Hintergrund, dass
Microsoft, Apple, Saudi Aramco, Nvidia, jetzt ja Google und Amazon überholt hat. Alleine Microsoft und Apple sind zusammen mehr als das BIP jeden Landes der Welt außer der USA und der China, also auch Deutschlands. Hier sehen wir rechts mal eine völlig, völlig überhitzte Nvidia-Aktie, die dann ihre Gewinne weitgehend gestern hat abgeben müssen. Aber dafür haben wir ja jetzt ARM, also diesen britischen Chip-Konzern. Und aus meiner Sicht passiert hier wieder Manipulation. Gestern 29% gestiegen, in drei Tagen jetzt 93% gestiegen. Weit über 100 Milliarden Dollar wert beim Umsatz von 2,6 Milliarden Dollar. Okay, woher kommt das? Wahrscheinlich durch Optionen direkt über Softbank, die ja den Großteil an ARM besitzen und in Schwierigkeiten sind, diese Firma, die ja praktisch einer der Treiber ist für schwierige, sage ich mal vorsichtig, Marktdinge. However, würde man ARM abziehen von Softbank, also von dem Wert der Aktie Softbank, dann wäre der Wert sogar negativ. Das heißt, die sind darauf angewiesen, dass ARM irgendwie performt, weil sie sonst ein richtiges Problem haben. Also gehen sie rein massiv mit Call-Optionen. Die Market Maker müssen sich absichern oder die Dealer müssen die Aktie physisch kaufen, um sozusagen kein großes Risiko einzugehen. Und so passieren dann solche Idiotien. Die Frage ist jetzt, wie geht es weiter? Trotz der jüngsten Gewinne sieht Jim Cramer nicht einen market-wide decline soon, also geht nicht von stärkeren Rückgängen aus, könnte man übersetzen. Kolanovic von JP Morgan, der ja kürzlich im Grunde bloßgestellt wurde, weil das Trading Desk gesagt hat, wir machen das Gegenteil von Kolanovic, kaufen die Magnificent Seven. Der sagt jetzt, ja, besser USA als Europa kaufen, aber dann jetzt seine Einschätzung, die Märkte sind bepreist bis zur Perfektion, Equity Market Internals Unhealthy, also das ist diese Anspielung auf die Marktbreite, die wie gesagt gestern anders oder besser war. Elevated Investor Positioning, wir sind extrem in der Positionierung, wir haben extrem teure Bewertungen, die Fed hat gesagt, oh, so schnell wird es keine Zinssenkungen geben, underappreciated Inflation, sagt er, also unterschätzte Inflation, da werden wir eben sehen, wie die Inflation reinkommt und geopolitische Risiken, deswegen sagt er, sei das Risiko für weitere Anstiege oder das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt auf diesen Niveaus sehr, sehr ungünstig. Mal sehen, wer recht hat. Heute die Inflationsdaten, die natürlich die Märkte stark bewegen werden. Was Sie wissen müssen, hier in diesem Artikel, neue Argumente für eine baldige Zinssenkung der Fed, Fragezeichen, erste Empfehlung und die zweite Empfehlung, was wird der DAX machen? Da steht eine Richtungsentscheidung an. Stefan Jäger ist wieder da nach seinem Urlaub, da freuen wir uns und empfehlen gleich diesen Artikel, also diese beiden Artikel. Ich sage Servus, ciao.